Herzlich willkommen beim 66. Gemeindetag in Graz. Und wenn jetzt die Dampfelgeiger klar anfangen zum Spielen, werde ich mich mal unters Volk mischen und kritisch nachfragen. Bitte schön, meine Herrschaften, es geht schon los. Das Ganze steht im Zeichen von der Nachhaltigkeit. Und da müssen wir schon natürlich auch ein bisschen nachfragen. Nachhaltigkeit ist das große Thema. Wie viel Bier müssen Sie jetzt eigentlich trinken, um nachhaltig was davon zu haben? Ja, ein Bier genügt mir. Sie sagen immer die Wahrheit, ne? Ich sage immer die Wahrheit. Sind Sie eigentlich Bürgermeisterin oder Gemeinderätin? Ich bin nur Gemeinderätin, momentan noch, aber man kann ja nie wissen. Also die Bürgermeister dürfen trinken, die Gemeinderätinnen dürfen nur servieren? Na, bei uns herrscht schon Gleichberechtigung. Vorher hat uns der Bürgermeister bedient und jetzt ist es halt umgekehrt. Jetzt bedient, oder? Ja, er hat uns bedient. Was hat er gemacht? Er hat uns Bier und Würstel gebracht. Wie viel die Runde ist denn das? Heute? Unglaublich, die 20. Runde. Was ich wirklich lobend erwähnen muss, ist, dass so fesche Menschen da sind. Und also wirklich, und da sitzt neben einer, die hat sich nicht nur geschminkt, die hat sich auch angemalt. Ja, extra für heute. Das ist ein Wahnsinn. Ja. Wie lange haben Sie dafür gebraucht? Den ganzen Tag gestern. Den ganzen Tag. Das ist ja. Vielleicht können wir das mal herzeigen. Das ist nur für den 66. Gemeindetag gemacht worden. Genau. Andere Seiten ist auch noch was. Ja. Nein, das ist schon für den 67. Die arbeitet vor. Das ist natürlich eine Riesenüberraschung. Mein lieber Kollege Peter Rapp ist heute da. Ja, genau, das zweite Peter Rapp-Gesicht. Ja, Peter, was machst du in Graz? Du, ich habe nachgeschaut, wie es euch geht, und ich habe mir gedacht, ich muss unbedingt herschauen, ob es euch eh gut geht. Ja, Peter Rapp ist ein Wahnsinn. Toni Polster, wenn man sich die Gemeinden anschaut in Österreich, gemein geht es ja auch im Fußball zu. Ja, wobei das wird auch zu sehr hochsterilisiert. Weil ich glaube, die Gemeinde, also natürlich sind die Gemeinden in der Gemeinde. Ich habe auch einmal eine Gemeindewohnung gehabt. Die war so klar, da bin ich reingekommen und dachte, bis deppert, die ist Gemeindewohnung. Grüß Gott, meine Damen. Darf ich ganz kurz fragen, wenn ich jetzt schon bei den Mädels sitze, wie gendert man das Wort Bürgermeister richtig? Sagt man da Bürgerinnenmeister oder Bürgermeisterin? Bürgermeister. Bürgermeister ist. Jetzt verstehe ich es auch. Hans Kankl, Bürgermeister, wäre das jetzt sozusagen im hohen Alter, vor allem für Sie natürlich, vielleicht ein Ziel, das Sie anstreben? Na, nicht nur vielleicht, ich bin Bürgermeister, in Aussicht gestellt geworden wurde, bin von Barcelona, von Córdoba, Doppelbürger, Staatsmeister. Werde ich werden, das habe ich mir ausbedungen, damals, als ich das 3:2 gegen Deutschland schießte, Schaß, also im 78er Jahr. Und wenn ich dort nicht Bürgermeister werde, dann werde ich Weltmeister. Köstliches Essen, man kann sagen Haubenküche, gell? Ja, danke. Und das bei den Temperaturen? Kein Problem für uns, steirische Küche passt immer. Was für Frauen. Einmal mehr wird jetzt der Beweis erbracht, dass unsere Bürgermeister auch gleichzeitig die fittesten Sportler sind in Österreich. Herzlich willkommen beim Gemeindetag. Sind Sie mit dem Radl herkommen? Fast, ja. Ich darf ganz kurz einmal einen Blick auf die Wadeln werfen, es ist super. Wo sind Sie denn zu Hause? Ensdorf. Na gut, da geht es Ihnen bergab bis daher. Ja, halbwegs. Ist Ihnen entgegengekommen? Ja. Wieso sind Sie eigentlich lieber da herinnen in der Stadthalle als statt draußen am See oder im Freibad heute? Weil wir da viel Gesellschaft haben und... Ja, die habt ihr im Bad auch. Naja, aber arbeiten müssten wir sonst, ne? Also sonst müsst ihr jetzt arbeiten? Im Freibad? Ja, im Büro. Ja, genau. Arnold Schwarzenegger, alles erreicht, Filmsuperstar, Gouverneur, vielleicht jetzt noch die Krönung zum Abschluss, Bürgermeister in Österreich irgendwo?
It's unbelievable. Es ist natürlich a great goal. Das, was sich natürlich zu verfolgen lohnt, das ist no question. Ich war Predator, Terminator, ich war Governator und wenn ich Bürgernator wäre, dann wäre das natürlich a dream of my life. Und wir brauchen von Amerika einen anderen Bürgermeister, weil der Trump ist natürlich, ja, ich muss sagen, ich habe ihm eh schon gesagt, Donald, du ein bisschen nachdenken, bevor du den Mund aufmachst. Ja, du hast zwei Hirnhälften im Schädel, a left and a right. In the left there is nothing right and in the right there is nothing left. Und das ist a clear message and you have to think about it. Ne? Ja, für mich als Bürgermeister ist es immer wichtig, in erster Linie zu netzwerken, viele Berufskollegen hier zu treffen. Wie netzwerkt man denn richtig? Es ist eine gute Frage, wie man richtig netzwerkt, aber ich glaube, das Gespräch ist immer das Wichtigste. Das Gespräch suchen und dann eben Kontakte weiterknüpfen. Haben Sie schon das Gespräch gesucht? Suche ich immer das Gespräch. Wie heißt Sie? Der war gut, aber das kann ich nicht beantworten. Man hört eh so einiges. Sie sind ja für die Gastronomie zuständig. Trinken eigentlich die Bürgermeister mehr als andere Menschen? Nein, fast gar nichts, nur Wasser und Milch vor allem. Ne? Was wäre die Welt ohne Bier, gell? Nicht lebensfähig. Zum Wohlsein. Hans Knaus, was strengt denn mehr an, einen Tag in der Grazer Stadthalle oder die Abfahrt in Kitzbühel? Ja, der Bursche hat die Frage sich ausgedacht. Natürlich ist eine Abfahrt in Kitzbühel tausendmal anstrengender als Hirzen in der Stadthalle in Graz zu sein. Da gibt es kein Seilalm, da gibt es keinen Steilhang-Einfahrt, da gibt es eine Ausfahrt aus der Parkgarage. Aber da brauchst du ein Schmalz in die Raffen, dass du da raufkommst. Heinz Brüller, ganz zum Schluss noch, Sie haben ja auch viele Bürgermeister in Ihrer Karriere getroffen. Relativ sehr, sehr viel kann mich erinnern. Der Bürgermeister von Monza, ein Freund von Andrea de Cesaris Vater, der ein berühmter umbrischer Eisenbieger war. Ganz interessante Geschichte, mit dem habe ich immer gefrühstückt in der Pizzeria La Mamma, hat eine Quattro Stagioni gegessen, habe zwei Salatblätter Rückstand gehabt. Didier Peroni war eigentlich immer am schnellsten fertig, der hat eine Minestrone gewählt. Minestrone, die Frau des Bürgermeisters von Parma, da wo der berühmte Schinken herkommt, aber auch die Milch, die Latte, Parma, die Latte hat Nicke Lauda am Kappel gehabt, Parmalat, das wissen die wenigsten, aber Niki Lauda war Milchtrinker, aber kein Bürgermeister. Ja, ja. Ja, und ich schaue, ob ich jetzt vielleicht noch irgendwo den Alex Christian finde. Mal sehen. Bier ist schon leer. Mein Bier, jo, mein Bier, jo, mein Bier ist schon leer. Turn it in, wenn no one's here.